Herzlich willkommen beim Kryptomagazin. Mein Name ist Axel Weibrecht und heute sprechen wir über die Klage von Grayscale und ein spannendes Ergebnis: warum der Bitcoin gestern um 8% gestiegen ist, von 25.900 auf 28.100 kurzfristig. Und ähm, ja, warum es wichtig ist, dass du dich mit dem Thema beschäftigst, weil es auch eine zukunftsweisende Sache sein kann, die den Markt nachhaltig beeinflusst. Also erstmal, was ist passiert? Das Berufungsgericht in Washington DC hat entschieden, dass die Ablehnung des Spot-ETFs von Grayscale, dass das eine ja dass das ein Fehler war die Richterin die Naomi Rayo, die hat gesagt naja SEC warum habt ihr eigentlich diesen ETF-Antrag abgelehnt wenn doch andere Produkte die sehr ähnlich sind wie dieser ETF bei euch zugelassen wurden außerdem hat Grayscale selber auch nochmal gesagt, Sie sehen auch, und das war Ihr Hauptargument, eine sehr große Ähnlichkeit mit dem Produkt, was Sie an den Markt bringen wollen und anderen Produkten, die auf dem Markt bereit sind und die genehmigt sind. Also hier wird sozusagen eine Art politische Entscheidung und weniger eine juristische Entscheidung in, äh, in, als Kritik in den Raum geführt. Und insofern ist es natürlich so, dass ähm, jetzt die SEC nochmal auf Start muss und eben nochmal genau begründen muss, warum sie diesen Antrag ablehnt. Dann auf jeden Fall spannend, weil SEC, die SEC, die amerikanische Börsenaufsicht, hat jetzt erst vor kurzem im Rechtsstreit gegen Ripple verloren, äh, was natürlich herbeigesehen wurde von den meisten Ripple-Maxis. Da hat jetzt quasi auch kein Riesen, der, der Riesenpreisexplosion, die Riesenpreisexplosion auf 10 Dollar ist natürlich mhm. ausgeblieben. Aber auf jeden Fall war es ein klares Signal, die SEC muss sich besser vorbereiten und das Thema Krypto ähm, ja, besser. Ähm, begründen, wenn sie hier Sachen ablehnt, weil nur zu sagen, das ist irgendwie Krypto und Unsicher, das reicht nicht mehr aus. Hier muss auf jeden Fall eine saubere Richtlinie her. Und da war auch einer der größten Kritikpunkte im Kongress ja damals gegen Gary Gensler, Es sei alles nicht wirklich gut reguliert im Sinne von, dass nicht sauber erklärt wird, was das eigentliche Problem ist. Also wo sind die Regulierungen genau, wie werden Kryptoassets von der SEC betrachtet und so weiter. Auf jeden Fall schon mal ein wichtiger Sieg für Grayscale, weil wenn es dann doch zur Freigabe eines ETFs käme für Grayscale und in dem Fall wäre es dann auch noch ein Spot-ETF, bei dem dann wirklich Bitcoin hinterlegt werden müssen, dann wäre das quasi der Grundstein für zukünftige ETFs, ähm, die ähnlich funktionieren, ähm, die dann eben auch für Unternehmen wie BlackRock und andere große Unternehmen im Bereich Investmentfonds ein spannendes Produkt darstellen und das könnte natürlich nachhaltig die, äh, den Markt verändern. Spannend ist auch äh, die Perspektive, dass zum Beispiel BlackRock ja beteiligt ist an den fünf größten mining der Welt. Warum machen die? das, weil die natürlich vorbereiten, ein Spot-ETF aufzubauen. Und bei einem Spot-ETF brauchen sie tatsächlich die Bitcoin als Underlaying Asset, also als nachhaltiges Produkt, also als Produkt hinter dem ETF, also hinter dem Zertifikat. Und dann wird es natürlich wichtig, weil ähm, wo bekommen die die Bitcoin her, ohne den Preis zu manipulieren? Von der Börse wird es schwierig, auch von OTC-Märkten wird es schwierig, da gibt es eigentlich nur noch Coinbase international, die große Summen abbilden können. Also sind sie direkt bei den Minern und kaufen dann wahrscheinlich von ihren Eigenen Minern, die Coins zum aktuellen Wechselkurs ab. Ja, OTC halt. Und das ist auf jeden Fall eine wichtige Geschichte. Diese Gerichtsentscheidung war jetzt... also vom Berufungsgericht in Washington... war jetzt also wegweisend... und etwas, was ihr im Auge behalten solltet... weil wenn ihr in Krypto investiert seid... solltet ihr euch mit solchen Themen beschäftigen. Ich würde euch empfehlen... schaut regelmäßig auf kryptomagazin.de da vorbei. Der Link ist in der Videobeschreibung. Würde mich sehr freuen. Das sind kostenlose News zum aktuellen Kryptospace. Da kriegt ihr Infos und Updates... auch zu solchen Gerichtsentscheids. Immer aktuell. Der Artikel war gestern schon online... Ich verlinke ihn auch nochmal in der Videobeschreibung. Das war's mit dem kleinen Update heute zum aktuellen Bitcoin-Kurs. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Liebe Grüße, euer Alex.